Herzlich willkommen im 10. Input-Video im Seminar Grammatik. Heute steht zum dritten Mal die Syntax auf dem Programm und nachdem wir beim letzten Mal die Eigenschaften der Satzglieder Subjekt und Objekt besprochen haben, sowie die Eigenschaften des Prädikats, machen wir heute mit den anderen Satzteilen weiter und besprechen deren Eigenschaften. Das sind zum einen die adverbialen Bestimmungen und zum anderen die Attribute. Hier ist wieder einmal die Literaturgrundlage, die meiner Aufbereitung hier in diesem Video zugrunde liegt. Das sind die Fragen, die ich heute versuchen werde zu beantworten. Zum einen, welche grammatischen und semantischen Eigenschaften haben adverbiale Bestimmungen? Dann, was sind und welche Eigenschaften haben Attribute? Und zum Schluss möchte ich noch etwas dazu sagen, wie sich syntaktische Funktionen zu Ergänzungen und Angaben verhalten. Hier sind nochmal alle Satzteile zusammen. In der Zusammenschau, diese Satzteile habe ich zum Teil im letzten Video besprochen, nämlich Subjekt, Objekt und Prädikat. Das sind selbstständige Satzglieder gewesen. Wenn wir gleich die adverbialen Bestimmungen anschauen, dann handelt es sich bei denen auch noch um selbstständige Satzglieder. Und wenn wir im Anschluss die Attribute betrachten, dann handelt es sich bei denen um die einzigen hier besprochenen unselbstständigen Satzteile, auch genannt Satzgliedteile. Fangen wir mit den adverbialen Bestimmungen an. Was sind adverbiale Bestimmungen? Adverbiale Bestimmungen sind Satzglieder, die das ausgesagte Geschehen näher bestimmen. Also Beispiele für diese nähere Bestimmung anhand von Satzgliedern wären: Er singt laut oder er singt, um zu stören, er singt gegen den Schmerz, er singt dort. Und diese gelb eingefärbten Elemente oder Satzglieder, die bestimmen dieses Geschehen, er singt näher. Adverbiale Bestimmungen beziehen sich semantisch auf den Satz als Ganzen oder auf das Prädikat. Zum Beispiel: Eines Tages wartete sie ganze 2 Stunden am Bahnhof. Da haben Sie adverbiale Bestimmungen, eines Tages, ganze 2 Stunden und am Bahnhof, die sich auf den Satz als Ganzes beziehen. Sie wird leise abtreten. Dabei bezieht sich das Leise nur auf das Prädikat, auf das Abtreten. Adverbiale Bestimmungen sind in ihrer Form nicht vom Verb regiert. Und das unterscheidet sie von den Objekten. Und wenn man die finiten Verbbestandteile betrachtet, auch vom Subjekt. Also, sie wohnt in der Kirche oder sie wohnt über der Kirche, hinter der Kirche oder bei der Kirche. Hier kann also die Präposition jede mögliche Form annehmen, solange sie eine lokale Präposition ist. Das heißt, die Präposition ist hier in ihrer Ausprägung nicht vom Verb regiert. Das ist ein Definitionsmerkmal von adverbialen Bestimmungen. Adverbiale Bestimmungen können aber in ihrem Auftreten, also wenn auch nicht in ihrer Form, so doch in ihrem Auftreten vom Verb gefordert sein, das heißt Valenz gefordert. Zwar nicht regiert, aber Valenz gefordert. Und da können wir genau das gleiche Beispiel wieder anführen. Sie wohnt in, über, hinter, bei der Kirche. Wir können nicht sagen, sie wohnt, sondern wohnt braucht eine Ergänzung mit Präposition oder eine Ortsangabe, sagen wir mal so, eine adverbiale Bestimmung des Ortes. Und die kann aber jede mögliche Form annehmen. Welche adverbialen Bestimmungen sind jetzt fakultativ und welche sind obligatorisch? Wir haben ja gesehen, adverbiale Bestimmungen können in ihrem Auftreten vom Verb gefordert sein.
Das heißt aber wiederum, sie müssen nicht vom Verb gefordert sein. Wenn der Satz auch ohne die Adverbialbestimmung wohlgeformt ist, dann ist die Adverbialbestimmung fakultativ. Und wenn der Satz ohne die Adverbialbestimmung nicht wohlgeformt ist, dann ist die Adverbialbestimmung obligatorisch. Hier haben wir ein paar Beispiele für fakultative adverbiale Bestimmungen. Sie liest das Buch in einem Zug oder in einem Zug, also an einem Stück oder in einer Eisenbahn. Montags geht sie tanzen. Sie geht tanzen. Sie hört zum Einschlafen Deutschlandfunk. Sie hört Deutschlandfunk. Wenn du willst, komm doch auch. Gegenüber, komm doch auch. Diese adverbialen Bestimmungen sind weglassbar und deshalb sind sie also weglassbar, ohne dass der Satz ungrammatisch würde. Deshalb sind sie fakultativ. Obligatorische adverbiale Bestimmungen wären die Ergänzungen zu wohnen, sie wohnt in, auf, unter der Kirche und so weiter, aber nicht sie wohnt. Sie ist gebürtig aus Ungarn. Wir können nicht sagen, sie ist gebürtig. Und hier ist auffällig, dass dieses aus Ungarn, diese adverbiale Bestimmung, die gehört nicht zur Valenz des Verbs. Das wäre ja hier auch eine Copula sein, sondern zur Valenz des Adjektivs gebürtig. Und sie verhält sich inakzeptabel. Hier wird diese adverbiale Bestimmung inakzeptabel, eine Modalbestimmung, vom Verb gefordert, verhalten. Wir können nicht sagen, sie verhält sich. So, wir können jetzt einige Subdifferenzierungen in den adverbialen Bestimmungen vornehmen. Zunächst einmal semantisch. Wir haben schon gesehen, die können verschiedene Sachen bedeuten. Was finden wir da vor? Da haben wir lokale, temporale, modale, kausale, konzessive, finale, konsekutive und konditionale adverbiale Bestimmungen. Wir schauen uns für jede davon, für jeden Subtyp Beispiele an. Und zwar am Beispiel des Satzes "Ich singe die Arien". Schauen uns zuerst Lokalbestimmungen an, also adverbiale Bestimmungen des Ortes. Ich singe die Arien hier oder unter der Dusche oder auswärts oder wo der Pfeffer wächst oder anderswo. Und an diesen Beispielen können Sie auch schon das Spektrum der Ausdruckstypen sehen, mit denen man adverbiale Bestimmungen des Ortes ausdrücken kann. Wir haben hier Adverbien, wir haben hier Präpositionalphrasen, wir haben hier Sätze. Da ist einiges möglich. Also so viel zur Lokalbestimmung, zur Ortsbestimmung. Ich singe die Arien jetzt, montags im Jahr 2525, sobald du bereit bist, 2 Stunden lang. Das ist eine adverbiale Bestimmung der Zeit oder eine temporale Bestimmung. Ich glaube, das muss ich nicht weiter kommentieren. Dann kommen wir zu adverbialen Bestimmungen der Art und Weise, Modalbestimmungen. Ich singe die Arien gern oder nur unter großen Leiden, mit Stimmverzerrer, indem ich den Knödeltenor gebe, beherzt. Das wären alles Angaben der Art und Weise, wie ich Arien singe. Deshalb modal. Dann kausale Bestimmungen des Grundes. Ich singe die Arien wegen deiner Mutter oder aus Rache, aufgrund der Mieter oder weil ich Superstar werden will. Konzessive, da haben wir das Gegenstück zum Grund. Das sind Bestimmungen der Einräumung. Ich singe die Arien trotz deiner Mutter und obwohl die Jury niederträchtig ist. Dann haben wir finale adverbiale Bestimmungen, das sind Bestimmungen des Zwecks. Ich singe die Arien zur Freude deiner Mutter, zwecks Scheidung oder um Superstar zu werden. Konsekutive adverbiale Bestimmungen geben eine Folge an, eine Folgebeziehung. Ich singe die Arien so, dass es scheppert oder nur, dass es scheppert.
Und konditionale adverbiale Bestimmungen, die geben Bedingungen an. Ich singe die Arien bei einem günstigen Horoskop, also mit der Bedeutung im Falle eines günstigen Horoskops, was auch eine konditionale Bestimmung wäre, unter der Voraussetzung, dass niemand zuhört, falls du mich nicht in Ruhe lässt. So, und wie werden diese adverbialen Bestimmungen grammatisch ausgedrückt? Sie haben gerade schon ein bisschen vom Spektrum gesehen, was da möglich ist. Und dafür möchte ich wieder einmal eine kleine Vorabklärung vornehmen. Adverbiale Bestimmungen sind nämlich keine Adverbien. Adverbien, Sie erinnern sich, sind eine Wortart, und zwar die, die nicht flektierbar ist, aber trotzdem alleine im Vorfeld stehen kann. Und Adverbien können wiederum in verschiedenen syntaktischen Funktionen gebraucht werden. Von der Wortart Adverb ist zu unterscheiden die adverbiale Bestimmung. Die sind zu unterscheiden die adverbialen Bestimmungen, und die nennt man auch manchmal nur Adverbiale, was die Verwechslung noch größer macht, die Verwechslungsgefahr. Aber adverbiale Bestimmungen, die repräsentieren keine Wortart, sondern eine syntaktische Funktion, die von Wörtern oder Wortgruppen bestimmter Wortarten eingenommen werden können. Und wovon wir hier sprechen, das sind eben adverbiale Bestimmungen. Und adverbiale Bestimmungen sind nicht unbedingt auch Adverbien. Also, welche Ausdrücke können adverbial gebraucht werden? Mit anderen Worten, welche Ausdrücke können Adverbiale sein, beziehungsweise adverbiale Bestimmungen? Und da sind wir jetzt aber gleich wieder bei der Wortart Adverb. Adverben oder Adverbien können als adverbiale Bestimmungen verwendet werden oder fungieren, in der Funktion einer adverbialen Bestimmung auftauchen. Und das haben wir in den Beispielsätzen Ich singe die Arien hier, jetzt oder gern. Sie können auch mit Adjektiven ausgedrückt werden. Ich singe die Arien laut, gut oder auffällig. Dann mit Präpositionalphrasen. Ich singe die Arien mit lauter Stimme, ohne Scham oder wegen ihr. Mit sogenannten absoluten NPs. Das sind NPs, die einen bestimmten Kasus tragen, aber diesen absolut tragen und nicht abhängig von dem Verb, mit dem sie auftreten. Das sind meistens so Zeitadverbial, also ja, so Zeitadverbiale oder Daueradverbiale. Ich singe die Arien die ganze Zeit. Das tritt immer im Akkusativ auf. Das ist ein absoluter Akkusativ, unabhängig vom Verb, mit dem das verwendet wird. Oder schweren Herzens, das tritt immer im Genitiv auf. Mit Partizipien können adverbiale Bestimmungen auch ausgedrückt werden. Ich singe die Arien beherzt oder heftig transpirierend. Und mit Nebensätzen und erweiterten Infinitiven können sie auch ausgedrückt werden. Ich singe die Arien, während du schläfst, um dich zu wecken oder ohne dich zu wecken. Und damit kommen wir auch schon zu den Attributen. Das ist eine ziemlich große und disparate Gruppe an Satzteilen, und zwar an unselbstständigen Satzteilen. Das heißt, wir sind hier in unserer Aufstellung der Satzteile jetzt auf der rechten Seite, wo wir die unselbstständigen Satzteile finden, die wir auch Satzgliedteile nennen. Was sind Attribute? Attribute sind als unselbstständige Satzteile nicht Satzglieder, sondern Satzgliedteile. Beispiele finden Sie in den folgenden Sätzen. Das bewegende Buch liegt da. Dort an der Ecke steht sie. Die trotz ihrer Laune gute Party ist vorbei. Die Attribute sind als freie Zusätze grundsätzlich weglassbar. Das Buch liegt da, das sind die obigen Sätze jetzt ohne die Attribute, dort steht sie, die Party ist vorbei. Hier könnten wir sagen, haben wir den Eliminationstest, die Eliminationsprobe, die Weglassprobe angewendet.
Attribute sind im Satzglied stark positionsgebunden. Wir können, wenn wir uns wieder die Beispielsätze von oben anschauen, das Attribut nicht einfach woanders hin bewegen. Das heißt, die Verschiebeprobe funktioniert nicht, weil man mit der Verschiebeprobe so gut wie immer nur Satzglieder rausbekommt, aber nicht Satzgliedteile. Bewegende liegt das Buch da, können wir nicht sagen. Trotz ihrer Laune ist die gute Party vorbei. Das können wir sehr gut sagen, aber das hat eine andere Bedeutung als der Satz oben, die trotz ihrer Laune gute Party ist vorbei. Trotz ihrer Laune gute, das ist eine Modifikation, eine nähere Bestimmung der Party. Und trotz ihrer Laune ist die gute Party vorbei. Das ist keine nähere Bestimmung der Party, sondern eine nähere Bestimmung des Vorbeiseins. Die Attribute bestimmen ein Beziehungswort inhaltlich näher. Das haben Sie an den Beispielen gesehen. Ein weiteres wichtiges Merkmal von Attributen ist, dass sie ein Beziehungswort inhaltlich näher bestimmen, unabhängig davon, welche syntaktische Funktion das Satzglied einnimmt oder das Satzglied, in dem das Beziehungswort vorkommt. Das sehen Sie hier. Das Untier hinter dem Karnickel jagt allen Angst ein. Hier haben wir hinter dem Karnickel als Attribut und das Untier hinter dem Karnickel ist das Subjekt. Aber das könnte natürlich auch ein Präpositionalobjekt sein. Die Ritter zeigen auf das Untier hinter dem Karnickel oder ein direktes Objekt. Die Ritter fürchten das Untier hinter dem Karnickel oder auch ein Subjektsprädikativum. Irgendetwas muss das Untier hinter dem Karnickel sein. Aus dem gleichen Grund können Attribute auch sehr leicht mit adverbialen Bestimmungen verwechselt werden. Also, hier haben wir nochmal das Attribut, das Untier hinter dem Karnickel jagt allen Angst ein. Aber wir können natürlich auch so einen Satz haben wie das Untier jagt hinter dem Karnickel allen Angst ein. In diesem Fall haben wir es aber nicht mit einem Attribut zu tun, sondern mit einer adverbialen Bestimmung des Ortes. Jetzt haben wir nicht das Untier, das sich hinter dem Karnickel befindet, wie im oberen Satz. Da zeigt das an, wo sich das Untier befindet, ist also ein Attribut zu Untier. Im unteren Satz zeigt das an, wo der Ort ist, an dem das Untier allen Angst einjagt. Ja, und das ist genau der Unterschied zwischen einem Attribut und einer adverbialen Bestimmung. Sie sehen, da ist auch das Verb zwischen das Subjekt und hinter dem Karnickel getreten. Und das ist auch ein Grund dafür, warum das hier kein Attribut sein kann. Dann gibt es aber Fälle, in denen wir es mit einer echten Mehrdeutigkeit zu tun haben, Situationen, in denen dann beide Interpretationen oder beide Analysen möglich sind, die mit einer adverbialen Bestimmung und die mit einem Attribut. Beispiel wäre, allen jagt das Untier hinter dem Karnickel Angst ein. Hier kann man nicht sagen, allein aufgrund der oberflächlichen Form des Satzes, ob es sich bei hinter dem Karnickel um ein Attribut oder um eine adverbiale Bestimmung handelt. Das kann beides möglich sein. Hinter dem Karnickel kann hier den Ort angeben, an dem das Untier allen Angst einjagt, oder das kann den Ort des Untiers angeben. Im ersten Fall ist es dann die adverbiale Bestimmung und im zweiten Fall das Attribut. Attribute sind aber, wenn man jetzt eine Probe anlegen will, nicht restfrei erfragbar und frei verschiebbar. Das sind ja die Verschiebeprobe oder der Permutationstest und der Fragetest, die Frageprobe. Das sind ja beides Satzgliedtests. Deshalb ist klar, dass damit keine Satzgliedteile diagnostiziert
werden können sollten. Wer jagt allen Angst ein? Das Untier hinter dem Karnickel. Ja, damit erfragen Sie das ganze Subjekt, das ganze Satzglied Subjekt in dem obigen Beispielsatz. Das Untier hinter dem Karnickel jagt allen Angst ein. Wir können aber nicht aus diesem Subjekt das Attribut herausfragen, sozusagen, ohne dass ein Rest übrig bleibt oder ohne dass die Frage ungrammatisch ist. Wo jagt allen Angst ein, kann man nicht fragen. Hinter dem Karnickel, das ist keine gelungene Frage und die Antwort dazu dann eben auch nicht. Und wenn wir fragen, wo jagt das Karnickel allen Angst ein, dann können wir das nicht beantworten, weil der Satz uns darüber keine Auskunft gibt. Der Satz gibt uns ja nur darüber Auskunft, wo das Untier sich befindet, aber nicht, wo das Untier allen Angst einjagt. So, welche Typen von Attributen gibt es? Wir unterscheiden dabei vier Großtypen, vier Subtypen, die sich dann wiederum binnendifferenzieren lassen. Wir haben es zum einen mit kongruierenden Attributen zu tun, mit nicht kongruierenden Attributen, dann mit Appositionen und zuletzt noch mit Als-Wie-Anschlüssen. Bei den kongruierenden Attributen finden wir das Adjektivattribut und adjektivische Pronomen und Numerale, also Zahlwörter, als Attribute. Schauen wir uns die zuerst an. Das Adjektivattribut als kongruierendes Attribut, das ist sozusagen das prototypische Attribut zur näheren Bestimmung eines Substantivs. Das ist auch mit passivischen Partizipien und Partizipien mit perfektiver Aktionsart möglich. In der Regel stehen diese Attribute vor dem Substantiv. Sie stehen auch manchmal noch dahinter, aber das ist für uns, das klingt archaisch und in dieser Position sind die Adjektivattribute auch endungslos. Also die schwere Last, da haben wir ein originäres Adjektivattribut, der fliegende Robert. Da haben wir ein Partizip, das gegerbte Leder, noch ein Partizip. Und in Hänschen klein, da haben wir das Beispiel, das archaisch klingt mit dem Attribut hinter dem Bezugssubstantiv und mit endungsloser Form. Daneben gibt es als kongruierende Attribute auch noch adjektivisch gebrauchte Pronomen und Numeralia. Also da sind wir bei den Demonstrativpronomen, Possessivpronomen, Interrogativpronomen und Indefinitpronomen. Und bei Zahlwörtern, das können Ordnungszahlen sein, Kardinalia und Ordinalia. Und wenn die adjektivisch verwendet werden, können sie als Attribute fungieren. Also das wären Beispiele wie diese Bücher, ihre Bücher, welche Bücher, manche Bücher. Das sind die Pronomensorten, die ich oben genannt habe. Dann angesichts zweier Bücher, das wären die Kardinalia, Kardinalzahlen. Das geht aber nur mit bestimmten. Man kann zum Beispiel nicht sagen angesichts neuner Bücher. Und mit Ordnungszahlen, das zweite, neunte, tausend und erste Buch, das ist voll produktiv. Das kann man mit allen Numeralia machen. Ich möchte auch gleich dazu sagen, dass es hier schwer umstritten ist, die Pronomen, die adjektivischen Pronomen mit aufzunehmen und diese als Attribute zu klassifizieren, weil die sich in vielem doch eher wie Artikel verhalten und in einem anderen Video habe ich die auch unter den artikelähnlichen Begleitern, pronominalen Begleitern aufgezählt. Also ich bin eher der Ansicht, dass es sich dabei um Artikel handelt oder Determinierer, wie man die nennen möchte, als um Attribute. Aber ich zähle sie Ihnen hier trotzdem auf, weil das in der Literatur auch so vorkommt.
Dann gehen wir über zu den nicht kongruierenden Typen von Attributen. Da haben wir das Genitivattribut, das Rektionsattribut, das Adverbialattribut, das Prädikativattribut, das Infinitivattribut, ein Partikelattribut und ein Satzattribut. Auch die schauen wir uns der Reihe nach an. Das Genitivattribut, das ist auch wohl bekannt, häufig verwendet, zumindest in der Schriftsprache. Und das hat bestimmte Bedeutungsausprägungen. Das hat nämlich entweder subjektive, objektive, possessive, partitive, explikative oder qualitative Bedeutung. Sie finden hier auch jeweils ein Beispiel. Die Lösung einer Studentin, das wäre ein Genitivus subjektivus. Das bedeutet, wir haben hier ein Bezugsnomen mit Lösung, das von einem Verb abgeleitet ist und dieses Verb hat eine Valenz. Ja, es muss jemanden geben, der löst und etwas, das gelöst wird. Und der Genitiv dahinter, der kann jetzt beides angeben, entweder das Lösende, also das Agens des Lösens oder das Patiens des Lösens. Und hier ist das so gemeint, dass die Studentin nicht gelöst wird, sondern löst. Das heißt, sie wäre das Subjekt des Verbs lösen in einem Aktivsatz und deshalb heißt der Genitivus subjektivus. Bei die Lösung der Aufgabe oder einer Aufgabe, das ist dann dementsprechend der Genitivus objektivus. Das heißt, hier drückt der Genitiv das aus, was gelöst wird. Dann haben wir das Gesicht des Dozenten. Da haben wir ein Possessivverhältnis zwischen dem Bezugsnomen und dem Genitiv. Es ist nämlich das Gesicht, das dem Dozenten gehört, sozusagen. Dann manche der Äpfel. Hier haben wir einen sogenannten partitiven Genitiv. Der drückt ein Teil-Ganzes-Verhältnis aus. Manche der Äpfel, ja, das ist nicht die Gesamtmenge der Äpfel, sondern nur ein Teil, Part. Dann die Freuden der Pflicht. Hier wird hier expliziert die Pflicht sozusagen, um welche Art von Freuden es sich handelt. Deshalb heißt der explikativer Genitiv. Und dann haben wir auch noch einen qualitativen Genitiv, eine Frau mittleren Alters. Der gibt Art und Herkunft von etwas an. Dann haben wir Rektionsattribute. Schauen Sie noch mal kurz nach links zum Genitivattribut. Mit diesem werden sozusagen Satzsubjekte und Satzobjekte zum Teil ausgedrückt, nämlich mit dem Genitivus subjektivus und objektivus. Mit dem Rektionsattribut werden Genitiv, Dativ und Präpositionalobjekte ausgedrückt. Der Genitivus objektivus auf der linken Seite, der drückt immer nur Akkusativobjekte aus. Rektionsattribute haben wir, um die anderen Objekttypen auszudrücken. Und das wird dann jeweils mit Präpositionen gemacht. Das heißt, das sind präpositional eingeleitete Attribute. Diese werden jeweils von einem Nomen regiert oder von einem Adjektiv. Und wenn sie von einem Nomen regiert werden, dann haben diese Nomen die Rektion von einem Verb oder einem Adjektiv geerbt, sozusagen. Und wenn sie von einem Adjektiv regiert werden, dann haben diese Adjektive eine eigene Rektion. Also Beispiele wären ein Geschenk für ihn und das drückt das indirekte Objekt oder das Dativobjekt von Schenken aus. Ihm schenken, Geschenk für ihn. Denken an ihn, Gedanke an ihn. Ärgern über ihn, der Ärger über ihn. Wütend auf ihn, da haben wir jetzt ein Adjektiv mit Rektion. Wut auf ihn. Des Mordes verdächtigen, des Mordes verdächtig. Befreundet mit ihm, das hat auch eine verbale Entsprechung, mit ihm befreunden. Oder ihm Vertrauen wird zu Vertrauen in ihn. Wir haben es ja also immer mit Präpositionalattributen zu tun, präpositional eingeleitete Attribute und die
setzen immer, dass Direktion eines Verbs oder eines Adjektivs in Attributform um und stehen bei einem Nomen oder bei einem Adjektiv. Und die Präpositionen sind dabei stark festgelegt. Dann finden wir auch Adverbialattribute. Die drücken adverbiale Bestimmungen als Attribute aus und übernehmen dabei auch deren äußere Form. Das hatten wir bei dem Beispiel das Untier hinter dem Karnickel. Ja, dieses hinter dem Karnickel, das ist ursprünglich mal, also in älteren Sprachstufen des Deutschen, eine adverbiale Bestimmung gewesen und ist irgendwann als Attribut auch reanalysierbar geworden. Also hier haben wir eine adverbiale Bestimmung. Das Untier befindet sich hinter dem Karnickel, umgeformt in ein Attribut, das Untier hinter dem Karnickel. Genauso bei trotz deiner Mutter. Eine trotz deiner Mutter angenehme Stimmung. Das Topspiel am Sonntag. Das Haus da drüben. Das heißt, die sind auch in ihrer Form, anders als Direktionsattribute, nicht festgelegt. Die sind genauso frei wie adverbiale Bestimmungen im Satz. Das sehen Sie auch daran, dass das Untier auch unter dem Karnickel oder über dem Karnickel oder zwischen dem Karnickel und der Höhle sein kann. Genau. Dann haben wir ein prädikatives Attribut. Die ähneln äußerlich adjektivischen ausgedrückten adverbialen Bestimmungen und die beziehen sich entweder auf Subjekte oder Objekte und die sind oft ambig und nur über Plausibilität richtig interpretierbar. Also ein Beispiel wäre, die Ärztin untersuchte den Patienten nackt, die Ärztin untersuchte den Patienten kauend. Die Ärztin untersuchte den Patienten im Rausch. Hier können wir nicht sagen, aufgrund der Form des Satzes, ob sich jetzt diese prädikativen Attribute auf das Subjekt beziehen oder auf das Objekt. Er verschlang das Ei roh. Ja, hier können wir nur sagen, dass sich das roh wahrscheinlich auf das Objekt bezieht, weil semantische Gründe dagegen sprechen, eine Person als roh zu bezeichnen. Und wenn dieses prädikative Adjektiv, dieses prädikative Attribut, Entschuldigung, im Vorfeld steht, dann ist es, wird es präferiert auf das Subjekt bezogen. Roh verschlang er das Ei, klingt deshalb auch komisch. Freudig verschlang er das Ei, klingt deshalb auch in Ordnung. Dann können auch Infinitive als nicht kongruierende Attribute verwendet werden. Die stehen dann mit der Partikel zu. Die werden immer nachgestellt und können selbst natürlich Rektion aufweisen, weil sie eben Verben sind und Verben bestimmte Elemente regieren. Also der Plan zu heiraten, der Plan sie zu heiraten, der Plan samstags zu heiraten und so weiter. Oder auch das Versprechen, sie zu besuchen und an willig sein Leben zu ändern, sehen Sie, dass das nicht nur nach Nomen, dass solche Attribute nicht nur nach Nomen kommen, sondern auch nach Adjektiven. Es gibt auch Partikeln als Attribute. Substantive sind nämlich näher bestimmbar durch sogenannte Fokuspartikeln und Adjektive und Adverbien sind bestimmbar ebenfalls durch Fokuspartikeln, aber ebenso durch Intensivpartikeln. Nur der BVB, das wäre eine Fokuspartikel, die hier als Attribut den BVB fokussiert oder aussondert. Sehr schön, das ist eine Intensivpartikel, die ein Adjektiv
näher bestimmt. Und nur samstags, da haben Sie wieder eine Fokuspartikel, die ein Adverb näher bestimmt oder eingrenzt. Last but not least haben wir bei den nicht kongruierenden Attributen auch Sätze. Der Relativsatz ist hier das typische satzwertige Attribut. Es gibt aber auch Das-Sätze, uneingeleitete Nebensätze, erweiterte Infinitive und indirekte Fragesätze, die als Attribute in Frage kommen. Und damit wird oft auch die Valenz der Bezugswörter realisiert. Also jede, die schnarcht, da ist dieser, das ist ein Relativsatz, der Prototyp. Der Tag, von dem ich sprach, das ist auch ein Relativsatz. Das Versprechen, dass, also das Versprechen, dass ich dich am Wochenende besuche, das wäre ein Das-Satz. Das Versprechen zu tanzen wäre ein Infinitiv. Die Frage, warum das passiert ist, da haben wir einen indirekten Fragesatz. Froh, dass das passiert ist, haben wir einen Das-Satz, der eben von einem Adjektiv abhängt. Fraglich, ob das passiert ist. Und heute, da ich nun klüger bin, das sind alles Beispiele für satzwertige Attribute. Damit kommen wir zu den Appositionen. Bei den Appositionen unterscheidet man enge von lockeren Appositionen. Erstmal zur Frage, was Appositionen sind. Das sind substantivische Attribute. Das ist ja, das unterscheidet sie noch nicht von anderen Attributen, wie zum Beispiel Genitivobjekten. Aber sie sind referenzidentisch mit ihrem Bezugswort. Das heißt, die beziehen sich auf den gleichen Gegenstand. Das ist ein Unterscheidungsmerkmal von Appositionen. Sie stehen direkt bei ihrem Bezugswort und sind nicht frei beweglich. Und sie sind gegen ihr Bezugswort austauschbar. Das kommt dadurch, dass sie eben referenzidentisch mit ihnen sind. Schauen wir uns Beispiele an. Mein Opa Heini, Bundespräsident Köhler, Conan der Barbar, Dr. Faustus. Das sind alles die gelb hinterlegten Ausdrücke sind die Appositionen und die unterstrichenen sind ihre Bezugswörter. Wir kommen gleich noch zu der Frage, warum jetzt das eine das Bezugswort ist und das andere die Apposition und nicht umgekehrt. Wir sehen aber erstmal zum Beispiel bei das Ungeheuer von Loch Ness. Das ist keine Apposition und zwar aufgrund dieses Kriteriums, dass die Apposition referenzidentisch mit ihrem Bezugswort sein muss. Das Ungeheuer und Loch Ness sind nämlich nicht im referenzidentisch. Loch Ness ist eben kein Ungeheuer, sondern ein stehendes Gewässer, in dem ein Ungeheuer leben soll. Deshalb handelt es sich dabei beispielsweise nicht um eine Apposition. Dass die Appositionen direkt bei ihrem Bezugswort stehen müssen, das sehen Sie an den Beispielen Conan kam, der Barbar. Das ist auch keine Apposition, sondern eine Parenthese oder eine Rechtsherausstellung. Bundespräsident war Köhler. Das ist auch keine Apposition, sondern das ist ein Satz mit einem Prädikativum. Deshalb, ja, auch keine Apposition. Conan der Barbar entdeckte das Geheimnis des Stahls. Hier können Sie also der Barbar gegen Conan austauschen. Der Barbar entdeckte das Geheimnis des Stahls. Das funktioniert bei Appositionen, weil eben diese Referenzidentität zwischen Bezugswort und Apposition besteht. Jetzt zum Unterschied zwischen engen und lockeren Appositionen. Bei engen Appositionen ist es so, dass die nicht durch Prosodie und Interpunktion von ihrem Bezugswort getrennt sind. Also das heißt, sie werden mit einer Intonationskontur gesprochen und die werden nicht durch Komma beispielsweise voneinander getrennt. Beispiele sind Mutter Teresa, Mutter Teresas, Professor Drostens, seines Onkels Dagobert, Bundeskanzlerin Merkels Raute.
Und da sehen Sie, die werden zusammengesprochen und sind nicht durch Kommata getrennt. Es gibt erst das zweite Merkmal dieser engen Positionen. Es gibt einen flektierten Teil und der ist meistens das Bezugswort und der nicht flektierte Teil bildet die Apposition. Also wenn Sie sich anschauen, Mutter Teresas Aussage, dann ist Mutter nicht flektiert und Teresa wird flektiert. Das heißt, Mutter ist die Apposition und Teresa das Bezugswort. Professor Drostens Meinung, da haben wir das Gleiche. Seines Onkels Dagobert, da haben wir Onkels als Bezugswort, Dagobert als Apposition. Bundeskanzlerin Merkels Raute, Bundeskanzlerin als Apposition, Merkels als Bezugswort. Das funktioniert aber nicht immer. Es gibt Ausnahmen. Herrn Kaspers Podcast, da sind beide flektiert. Mündlich würde man aber sowas sagen wie Herr Kaspers Podcast. Und daran sehen Sie, dass dann Herren eher die Apposition ist und Kaspers eher das Bezugswort. Bei den Pronomen gibt es dann aber nochmal eine Ausnahme. Das heißt, ich Trottel und mich Angsthasen, da ist auch die Apposition, das sehen Sie am Angsthasen, ebenfalls flektiert. Lockere Appositionen dagegen, die sind durch Prosodie oder Interpunktion von ihrem Bezugswort getrennt. Hier sind auch die Apposition und das Bezugswort flektiert, also beide. Aber hier folgen die Appositionen immer nach. Das ist auch ein nützliches Unterscheidungsmerkmal. Also die Raute Merkels, der Bundeskanzlerin. Die Kindheit Conans, des Barbaren. Die Kritik an mir, dem Lügenbold. Die sind also deutlich durch Pausen abgesetzt beim Sprechen und in der Schrift durch Kommata. Und sie sind beide flektiert und die Appositionen folgen immer nach. Dann kommen wir noch zu den Als-Wie-Anschlüssen. Das ist so ähnlich wie die Partikeln bei den Wortarten. Sowas wie eine Restklasse, mit der alle Theorien so ihre Probleme haben. Hier tauchen sie bei Henschel und Weidt unter den Attributen auf. Was sind solche Anschlüsse mit als und wie? Das sind Anschlüsse, die Nomen als Bezugswörter näher bestimmen und mit als oder wie eingeleitet sind. Im Falle von als sind sie frei im Satz beweglich, das dann eben wie Satzglieder und eigentlich nicht wie Attribute, deshalb sind sie ja so problematisch auch für die Einteilungen und deshalb sind sie als Attribute auch umstritten. Also, er mag Kevin Costner als Musiker. Ja, dieses als Musiker wäre hier ein Anschluss mit als, der ein Attribut zu Kevin Costner ist. Sie sucht einen Schauspieler wie Kevin Costner, hier das gleiche mit wie, und bei als Musiker mag er Kevin Costner. Daran sehen Sie, dass eben dieser Anschluss mit als alleine im Vorfeld stehen kann und getrennt, diskontinuierlich von dem Bezugswort. Das macht das problematisch als Attribut zu klassifizieren. Und das geht mit wie, aber nicht wie Kevin Costner sucht sie einen Schauspieler. Das kann man nicht als Attribut klassifizieren. Das hat zwar auch eine Lesart, eine mögliche, dass sie nämlich einen Schauspieler sucht, wie Kevin Costner ebenfalls einen Schauspieler sucht, aber das ist hier nicht gemeint. Deshalb funktioniert das hier als Attribut nicht mit einem wohlgeformten Satz. Kommen wir am Ende noch zu der Frage nach Ergänzungen und Angaben, Obligatorik und Fakultativität. Das ist eine theoretisch anspruchsvolle Frage. Da geht es darum, welche
Satzglieder im Satz eigentlich Ergänzungen sind, die gefordert sind, und welche sind Angaben, die frei hinzufügbar sind. Welche müssen auftauchen, welche Satzglieder, Obligatorik, und welche können weggelassen werden, Fakultativität. Das heißt, Satzteile können als Ergänzungen oder als freie Angaben auftreten, und Satzteile können auch fakultativ oder obligatorisch sein. Was können wir diesbezüglich über unsere Satzteile sagen, die wir in diesem Video und im letzten betrachtet haben? Wir können zunächst einmal über Ergänzungen und freie Angaben sagen, dass Ergänzungen solche Satzteile sind, die zur Valenz eines Ausdrucks gehören. Also das Etwas in etwas sehen, ja, das Akkusativ zu sehen, Akkusativobjekt zu sehen, von etwas unabhängig sein, das ist hier ein Reaktionsattribut zu unabhängig, Hoffnung auf etwas, das ist auch gefordert. Freie Angaben dagegen sind solche Satzteile, die nicht zur Valenz eines Ausdrucks gehören, also irgendwo etwas sehen, kaum von etwas unabhängig sein oder große Hoffnung auf etwas. Und Satzteile können, das ist jetzt nochmal eine andere Einteilung als die in Ergänzungen und Angaben, fakultativ oder obligatorisch sein. Sie sind obligatorisch, wenn ihr Auftreten für die Wohlgeformtheit eines Satzes notwendig ist. Sieht ihn, wäre zum Beispiel nicht wohlgeformt. Hanna wohnt ebenfalls nicht und sie ist gebürtig ebenfalls nicht. Und Satzteile sind fakultativ, wenn ihr Auftreten von der Wohlgeformtheit eines Satzes unabhängig ist. Das heißt, sie sieht ihn gut. Wir können auch sagen, sie sieht ihn. Hanna wohnt dort günstig. Wir können auch sagen, Hanna wohnt dort. Und sie ist gebürtige Ungarin. Wir können auch sagen, sie ist Ungarin. So, wann sind jetzt Satzteile obligatorisch? Wann sind sie fakultativ? Wir können sagen, obligatorische Ergänzungen sind alle Subjekte, alle Objekte, manche adverbialen Bestimmungen, nämlich die, wie bei Wohnen, die dann eine beliebige Lokalergänzung aufweisen. Also Wohnen braucht eine Ergänzung, aber welche das ist, welche Lokalergänzung das ist, ist nicht festgelegt. Das heißt, die ist obligatorisch, aber nicht festgelegt. Deshalb ist das eine obligatorische Ergänzung. Also Wohnen, über, unter, hinter der Brücke und so weiter. Fakultative Ergänzungen, also solche, die zur Valenz gehören, aber auch weggelassen werden können. Das sind zum Beispiel die Passiv von Präpositionalphrasen, also wenn Sie ein Aktivsubjekt im Passiv realisieren, dann sowas wie sie hat ihn gesehen, er wurde von ihr gesehen. Diese Von-Phrase kann man weglassen. Er wurde gesehen. Und deshalb ist das zwar eine Ergänzung, die zur Valenz des Verbs sehen gehört, aber sie kann weggelassen werden, ohne dass der Satz ungrammatisch würde. Freie Dative können ebenfalls weggelassen werden. Sie backt ihr einen Kuchen. Sie backt einen Kuchen. Sowas wie obligatorische Angaben gibt es nicht. Das kann man sich leicht merken. Aber es gibt sowas wie fakultative Angaben. Mit anderen Worten, alle Angaben sind fakultativ und dazu zählen alle Attribute und die meisten adverbialen Bestimmungen, anders als die zum Beispiel bei Wohnen, die gefordert sind, sind das zum Beispiel adverbiale Bestimmungen zu einem Verb wie arbeiten. Also sie arbeitet sonntags oder sie arbeitet hinter der Brücke, im Gegensatz zu sie wohnt hinter der Brücke. Dann wäre das eine obligatorische Ergänzung bei sie arbeitet hinter der Brücke, wäre das eine fakultative Angabe. Und damit sind wir am Schluss und ich danke Ihnen einmal mehr für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss,
Bis zum nächsten Mal.